Wir haben ja schon Rebecca Horn und Olafur Elias und Anish Kapoor die Belletage bespielt. Und das ist natürlich auch für IMW sehr reizvoll, obwohl er nie in diesem Haus gewesen ist. Er war zwar in Berlin, aber nicht im Ruppesbau. Wir haben ihm das alles anhand der Pläne und Fotos erläutern müssen. Aber es ist geradezu kongenial, wie er es über diese Entfernung geschafft hat. Er konnte ja auch beim Aufbau nicht dabei sein, eine Ausstellung nach seinem künstlerischen Willen hier zu gestalten. Ja, es lag mir viel daran, weil ich China sehr gut kenne, diese Ausstellung selber zu kuratieren, auch um die chinesischen Botschaften an das Publikum zu transportieren. Man muss ja bei vielen Werken dekodieren und da haben wir uns auch viel Mühe gegeben, die Kunstsprache von IMW zu entziffern und für ein großes Publikum zu erläutern. Das war ein Herzensprojekt, ja, das muss ich sagen. Wir haben ja da das Argument, er sei ein politischer Aktivist, umgedreht und haben gesagt, ja gerade, das ist auch ein Kennzeichen seiner Arbeit. Das ist übrigens auch ein Zeichen der Konzeptkunst. Denken Sie an Beuys, der sogar eine politische Partei gegründet hat oder mitgegründet hat. Das ist doch eine künstlerische Richtung, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, die keine Regeln kennt. Form, Material, Oberfläche, alles ist freigegeben. Der Besucher beteiligt sich oder wird aufgefordert, sich zu beteiligen oder zu partizipieren, wie das so schön heißt.
Also die Konzeptkunst selber ist ja der Ansatz. Und das ist vielleicht etwas, was man in China nicht so versteht, weil es diese Konzeptkunst in China ja vielleicht noch bei ein, zwei weiteren Künstlern gibt. Die übrigen Künstler sind traditionell Maler, Zeichner. Das ist auch alles in Ordnung. Aber man muss, glaube ich, bei den Bewertungen der Urteile, die man auf diesem Wege hört, sehr vorsichtig sein. Man darf auch nicht vergessen, die Regierungspropaganda in China ist sehr mächtig. Man hat immer wieder versucht, ihn zu einem Nichtkünstler, zu einer Nichtperson zu erklären. Man verbietet ihm in China auszustellen. Wenn Sie das Wort Ai Weiwei im Internet eingeben, dann greift die Zensur ein. Ja, wie soll da eine Meinung entstehen? Das kann ich nicht ernst nehmen.